Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Angelika. Ich mache euch heute ein Urlaubstagebuch vom Weihnachtsurlaub 2023-2024. Wer nun einen Reisebericht erwartet, der schaltet am besten gleich wieder aus, denn so sieht mein Urlaub nicht aus. Ich bleibe zu Hause und genieße, dass ich keine Termine habe und dass ich nicht hinaus muss in die Kälte. Und ich nutze die Zeit für Dinge, die sonst unterm Jahr gerne liegen bleiben und für Dinge, die mir einfach sehr viel Spaß machen. Es wird ein bisschen um Renovieren gehen und es wird um Nähen gehen, es wird um Backen gehen, es wird aber auch einfach um Faulenzen und ein bisschen Fernsehen gehen. Der Weihnachtsurlaub dieses Jahr besteht nur aus 16 freien Tagen und deshalb habe ich versucht, einiges schon ein bisschen vorzubereiten, um die Zeit optimal nutzen zu können. Das Tagebuch beginnt also ebenfalls ein paar Tage zuvor. Viel Spaß beim Zusehen! Schon etwa 14 Tage vor dem geplanten Weihnachtsurlaub habe ich mir einen Kalender gezeichnet, einen Plan, in den ich eintragen kann, was ich an welchem Tag plane. Am 17. Dezember, eine Woche vor dem Urlaub, habe ich begonnen, Projekte zu richten, die ich im Urlaub nähen möchte. Hier suche ich den Stoff für die Rückwand einer Patchwork-Decke. Da habe ich euch ein Video gemacht und das für Stürzen steht noch aus. Salome ist immer mit dabei. Nachdem ich den Rückwandstoff ausgesucht habe, habe ich dann gleich eine Kladde angelegt, damit es dann an dem Tag, wenn ich nähen möchte, schnell geht. Freitag, der 22. Dezember, ist mein letzter Arbeitstag. Ich bin bis 12 Uhr noch in meinem Laden. Danach mache ich meinen Wocheneinkauf. Auf dem Rückweg gehe ich am Bücherschrank vorbei. Das ist eine alte, ausrangierte Telefonzelle und da dürfen alle Leute Bücher einstellen und andere Leute dürfen die Bücher wiederholen. Diese drei Bücher habe ich an dem Tag gefunden und mitgenommen. Ich hatte dann noch eine Verabredung mit einer Frau im Dorf, die für mich die Schalen eines Granatapfels aufbewahrt hat und damit möchte ich irgendwann auch Stoff färben. Nachdem ich zu Hause wieder bin und meinen Einkauf versorgt habe, mache ich meine Kasse und meinen Monatsabschluss sowie den Jahresabschluss. Anschließend beginne ich noch Ordner anzulegen für dieses Urlaubstagebuch. Samstag, der erste Urlaubstag. Ich bringe meine Paprikapflanzen, die ich seit November in der Küche habe, raus auf den Balkon. Die sehen jetzt wirklich nicht mehr gut aus. Die letzten Paprika habe ich zuvor abgeschnitten. Und danach mache ich einen kleinen Großputz. Also das Fenster wird geputzt, alles ringsrum wird geputzt, die Gardine wird gewaschen und alles wieder schön hingeräumt. Dabei entsteht ein neuer Katzenkuschelplatz. Hier seht ihr Salome. Später, nach einer kleinen Pause, habe ich ein paar Kekse gebacken und teilweise mit Brombeermarmelade gefüllt. Nach einer weiteren kleinen Pause habe ich dann noch aus alten Kartons ein paar Etiketten geschnitten, die brauche ich in meinem Laden. Manchmal lese ich abends noch im Bett und heute beginne ich mit einem neuen Buch. Sonntag, zweiter Urlaubstag. Am Morgen wasche ich ein Stück Stoff aus, das ich mit Orangenschalen gefärbt habe. Danach fange ich an, mit dem Urlaubstagebuch ein bisschen die Bilder zu ordnen, Ordner anzulegen, also vorbereitende Arbeiten. Und den Rest des Tages verbringe ich dann ganz gemütlich vor dem Fernseher. Das bedeutet, mit den Ohren höre ich und mit den Augen nähe ich. Ich beginne mit dem zweiten Teil eines EPP-Projektes für eine Upcycling-Hose. Das hier ist mein Tisch, so sieht das aus. Katze Salome ist immer mit dabei. Nicht zu verachten, ein Heißgetränk. Im Laufe des Tages kommt auch Johanna vorbei. Am Abend ist das der Stand. Soweit bin ich gekommen. Am dritten Urlaubstag überziehe ich zunächst morgens mein Bett. Das hatte ich eigentlich schon für den Samstag geplant, war aber nicht mehr dazu gekommen. Bett abziehen findet Katze Salome sehr interessant. Sobald das neue weiße Leintuch drauf ist, werkelt sie sich da drauf herum und macht jede Menge schwarze Haare drauf.
Mit dem Rest des Tages bin ich so verfahren wie zuvor. Ich habe mir ein Heißgetränk hingestellt. In meinem Fall ist das ein großes Glas Kakao und den Fernseher angeschaltet und nähe nebenbei mein EPP-Projekt. Am Abend bin ich soweit gekommen. Es ist mein vierter Urlaubstag. Ich verbringe ihn wieder ziemlich mit Fernsehen und des Nähens meines EPP-Projektes. Heute kommt mal wieder die Schwarzwaldklinik. Am frühen Abend schneide ich noch ein paar Etiketten für mein Geschäft und gehe früh schlafen. In meiner Kissenburg beginne ich heute mit einem neuen Buch. Es ist mein fünfter Urlaubstag und ich möchte meinen Flur renovieren. Ich gehe zunächst in den Keller und hole alles herauf, was an Material noch da ist und was ich an Werkzeug brauche. Dann schaue ich nach, was ich ergänzen muss und fahre mit meinem Fahrrad ins 7 Kilometer entfernte Nachbardorf in einen Baumarkt. Bevor ich das Dorf verlasse, fahre ich nochmal am Bücherschrank vorbei. Da hat ein freundlicher Mensch eine Weihnachtskarte aufgehängt. Diese drei Bücher habe ich heute mitgenommen. Das ist das Portal des Baumarktes, den ich besuche, und das ist mein Fahrrad nach dem Einkauf. Es geht zurück nach Hause, hier kurz vor Linkenheim. Das hier ist dann alles, was ich eingekauft habe. Sachen zum Renovieren, besagte Bücher und Beizmittel für weitere Färbeunternehmungen. Nach einer gründlichen Mittagspause bin ich dann ans Renovieren gegangen. In einem Stück Flur muss die Tapete ersetzt werden, die durch Katzenkrallen beschädigt wurde. Das ist ein relativ mühsamer Vorgang und dauert den ganzen Nachmittag. Am Abend bin ich dann so weit gekommen. Sechster Urlaubstag. Am Morgen mache ich den Rest der Tapete weg und tapeziere die Wand neu. Es sind nur drei Bahnen, das geht relativ schnell. Ich habe hier etwas Neues ausprobiert, also den Kleister nicht auf die Tapete schmieren, sondern den Kleister an die Wand streichen und dann die trockene Tapete ankleben. Ich muss sagen, es hat prima geklappt und war wesentlich einfacher und sauberer und weniger nervenaufreibend. Danach habe ich mir eine Pause gegönnt, habe wieder den Fernseher eingeschaltet, habe die Rosenheim-Cops geschaut und habe mir das letzte Stück Gewürz-Kirschkuchen aus der Tiefkühltruhe geholt. Ich muss sagen, auch in dem größten Tohuwabohu haben die Katzen ihren Spaß. Hier seht ihr Katze Salome im Korb im wilden Durcheinander. An diesem Tag bin ich früh schlafen gegangen und habe in meinem Buch weitergelesen. Siebter Urlaubstag. Johanna hat viel Spaß daran, auf den leeren Flur Regalbrettern herumzuturnen. Ich spachtle heute als erstes Dübellöcher zu. Danach wird es Zeit, Streichklamotten anzuziehen. Das ist eine Schlaghose aus den 70ern. Echt schick. Ich streiche zunächst das kleine Stück Wand in einem Gelb, mische die Farbe dann nochmal mit weißer Farbe an und streiche das große Stück Wand in einem Hellgelb. So sieht's dann am Abend aus. Danach brauche ich dringend neue Kekse, die alten sind aufgefuttert. Ich mache wieder Ausstecher, ich nehme die Herzform. Nach dem Backen kommen die Kekse aus dem Ofen und ich fülle sie wieder mit Brombeermarmelade. Nach dem Abkühlen kommen sie in eine sehr dekorative Suppenschüssel, die stammt aus dem Nachlass meiner Oma, dürfte also etwa aus den 1940er Jahren stammen. Jetzt habe ich mir eine Pause verdient und mache mir ein Glas Kakao und mampfe meine Kekse. Nebenbei läuft mal wieder die Schwarzwaldklinik. Nach meiner Pause nehme ich mir meinen Ladenhocker vor. Der ist jetzt 14 Jahre in Gebrauch und ein bisschen wüst geworden. Zunächst schmirgle ich ihn mit 40er Schmirgelpapier ab. Eine Stunde und ein Blatt Schmirgelpapier später sieht er dann so aus. Und danach reibe ich ihn mit einem Baumwolltuch und der frisch gekauften Leinölfirnis
ganz dünn ein. Es ist Samstag, der 8. Urlaubstag. Am Morgen gehe ich auf meine Baustelle und will weitermachen und sehe mit Entsetzen, dass meine frisch tapezierte Wand total zerkratzt ist. Ich habe dieses Tierchen hier in Verdacht. Und zwar habe ich ihr das unterste Regalbrett weggeschraubt und da ist sie sehr gern von einer Kommode an der Seite, die ihr nicht sehen könnt im Bild, darauf gesprungen. Jetzt war dieses Brett weg und da ist sie eben an die Wand gesprungen. So jedenfalls meine Vermutung. Ich habe die losen Enden der Tapete einfach abgezupft und mit Farbe nochmal drüber gestrichen. Wenn man genau hinschaut, sieht man das, aber im Flur ist es nie so hell. Also ich denke, das wird niemand bemerken und ich schon mal gar nicht. Dann habe ich das Regalbrett wieder angebracht mit einer Stütze drunter, die braucht es dringend. Das ist meine Garderobe, da hängen die ganzen Jacken dran und obendrauf kommt ja auch noch was. Danach habe ich die Silikonfuge am Boden gemacht. Bevor ich alles wieder eingeräumt habe, habe ich meine Schuhe gründlich aussortiert. Dies alles hier habe ich entsorgt. Katze Salome muss natürlich auch prüfen, ob ich das alles richtig gemacht habe und ob das auch stabil genug ist. So sieht dann mein neuer Flur nach dem Einräumen aus. Und Katze Johanna kann jetzt wieder von der Kommode direkt auf das Brett hüpfen und in den Korb klettern. Danach habe ich wieder meinen Fernseher eingeschaltet und nebenbei habe ich den zweiten Anstrich für meinen Ladenhocker gemacht. Und dann habe ich mir eine Pause verdient. Da war ich dann echt müde. Katze Salome genießt das immer sehr, wenn ich fernsehe. Katze Salome hat dann den neuen Korb auch noch ausprobiert. Der ist übrigens mit einem Band festgebunden, dass er nicht herunterfallen kann, dass da auf keinen Fall etwas passieren kann. Heute ist Sonntag, mein 9. Urlaubstag. Der Morgen begrüßt mich mit diesem Bild hier. Ist das nicht toll? Den gesamten Vormittag über arbeite ich am Laptop und spreche Tonaufnahmen fürs Urlaubstagebuch. Wo Katzen in der Nähe sind, muss man Lampen, die wackelig aufgestellt sind, festbinden, damit sie nicht herunterfallen. Hier im Bild seht ihr Salome. Am Nachmittag schaue ich fern und nähe an meinem EPP-Projekt weiter. Soweit der Fortschritt. Mein 10. Urlaubstag ist Neujahr und ich bin entsprechend müde. Ich beginne deshalb relativ spät mit Fernsehen und dem Nähen meines EPP-Projektes. Ich werde heute damit fertig und kann beginnen, die Fäden herauszuziehen und das Papier zu entfernen. Am Abend gehe ich früh schlafen. Ich bin inzwischen auf Seite 81 meines Romanes angekommen. An meinem 11. Urlaubstag nähe ich die komplette Hose fertig und schneide das Video dazu. Anschließend streiche ich meinen Ladenhocker das dritte Mal mit Leinölfirnis ein und auch noch zwei weitere Bretter, die ich in meiner Wohnung benutze. Mein 12. Urlaubstag ist der 3. Januar. Ich muss zunächst in mein Geschäft und meine E-Mails abarbeiten. Danach mache ich eine kleine Wanderung ins Nachbardorf, um Bankgeschäfte zu erledigen. Das ist das Dorf Liedolzheim und das hat am Ortseingang einen besonders gärtnerisch-künstlerisch angelegten Kreisverkehr. Nachdem ich wieder zurück bin, mache ich noch die letzten Abschlussarbeiten meines Hosenvideos und dann mache ich noch die letzten Abschlussarbeiten des Jahresabschlusses. An meinem 13. Urlaubstag beginne ich mit einem neuen Nähprojekt und mache das Video dazu. An meinem 14. Urlaubstag ist Freitag und da gehe ich immer meinen Wocheneinkauf machen. Danach beende ich das Projekt. So sieht es aus, wenn Katze Salome hilft und schneide das Video dazu fertig. Am Nachmittag backe ich noch mal ein paar Kekse, die möchte ich auf einen Besuch morgen mitnehmen und verschenken. Am 15. Urlaubstag mache ich morgens ein paar Flickarbeiten, dann mache ich die letzten Abschlussarbeiten des Patchwork, Decken, Videos. Und dann mache ich einen Ausflug. Hier fahre ich in der U-Bahn in Karlsruhe mit der Straßenbahn.
Und das ist die Kirche des Zielortes. Es ist ein regnerischer, dunkler Tag. So, jetzt ist der 7. Januar, mein 16. und letzter Arbeitstag. Heute ist es wichtig, das Urlaubstagebuch komplett fertig zu schneiden, die Tonaufnahmen zu machen und das Video fertigzustellen, damit ich es euch gleich am ersten Freitag danach online stellen kann. Hier gibt's jetzt keine spektakulären Bilder mehr. Katze Salome sitzt am liebsten unter meiner Tischlampe auf dem Tisch. Ich habe ihr extra ein kleines Kissen hingelegt. Ich werde morgen wieder ins Geschäft gehen und wieder mit der Arbeit beginnen. Fazit des Urlaubs: Ich habe lange nicht so viel genäht, wie ich wollte. Ich bin lange nicht so weit gekommen mit meiner Renovierung, wie ich wollte. Und ich habe überhaupt nicht gefärbt. 16 Urlaubstage hört sich sehr lang an, aber es geht so schnell zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß am Video. Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Verbleibe bis dahin eure Angelika und wünsche Gottes reichen Segen.